Hallo, in diesem Video möchte ich mich mal wieder mit der Lösung einer Aufgabe beschäftigen, die mir ein Student per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank dafür. Hier geht es wieder um das Thema Zylinderkondensator, etwas außerhalb meines eigentlichen Kompetenzbereichs und meiner Komfortzone. Aber ich werde mich mal an dieser Aufgabe versuchen. Die ist auch ganz trickreich, würde ich mal sagen. Also falls das jemand zusammen mit der Lerngruppe schaut, es können noch Wetten abgeschlossen werden, wie oft ich mich in diesem Video verrechnen werde. Also ziemlich länglicher Aufgabentext. Ich würde hier wieder so rein formell bemängeln, dass hier ein Leerzeichen zwischen Zahl und Einheit fehlt, was dahin gehört. Mit ziemlich vielen gegebenen Größen. Wahrscheinlich wird ja auch erstmal relativ viel Lesekompetenz geprüft beim Verstehen dieser Aufgabe. Dann ist hier eine schöne Skizze da. Noch ein paar weitere Hinweise und Erklärungen. Und man soll jetzt zunächst mal die Kapazität dieses Zylinderkondensators bestimmen, Energiemenge und Ladungsmenge. Das sind, würde ich sagen, zwei relativ simple Aufgaben. Und dann kommt aber hier hinten der Knaller. Man soll das Ölvolumen in Liter bestimmen von dieser Flüssigkeit, die hier reingekippt wird und bei denen dann hier beim Anlegen einer Spannung und im Vorwiderstand sich diese und jene Ladungszeitkonstante ergibt. Also, das ist die Aufgabe. Wie so üblich nehme ich die jetzt, kopiere die und füge die hier auf mein Notizblatt ein und nehme mal zum Lösen der Aufgabe A die Farbe Blau und fange mal an, die Kapazität dieser Lernanordnung zu bestimmen. Die findet man relativ einfach raus, indem man wieder in der Wikipedia sucht nach Zylinderkondensator. Da findet man ziemlich schnell eine Formel für dessen Kapazität. Ja, da geht hier die Permittivität ein, dann Innen- und Außenradius und sozusagen die Länge dieses Kondensators. Und die Formel füge ich hier einfach mal ein. Warum soll ich die abschreiben? Kann ich natürlich auch kopieren und ergänzt mal hier hinten die Werte. Also hier geht es ja um die leere Anordnung. Also haben wir 2 mal Pi, wenn die leer ist, ist da nur Luft drin. Luft hat sozusagen Epsilon 0. Und dann haben wir die Länge. Die ist hier als Höhe gegeben. Ja, mal die Höhe kann ich mal hier durchstreichen. Also das heißt in der Aufgabe H, das sind 438 mm. Und das geteilt durch den natürlichen Logarithmus vom Außenradius. Also der äußere Zylinder hat einen Innenradius, der innere Zylinder hat einen Außenradius. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier schon jemand absichtlich so hingeschrieben hat, um sowas wie so ein Large Language Model hier zu verwirren. Aber also hier steht ja trotzdem da R2, R1 und so ist das hier auch gemeint. Ja, kann ich ja nochmal auf die Skizze zurückgehen. Also R2 ist der größere, R1 ist der kleinere von den beiden. Also steht hier sowas wie 200 durch 195. Die Millimeter lasse ich mal weg, die kürzen sich natürlich weg. So, und wie so üblich benutze ich jetzt für die Zahlenrechnung Octave. Das habe ich mir schon mal vorbereitet. Da kann ich auch mal mein Kamerafensterchen jetzt ein bisschen kleiner machen, dass hier noch mehr Platz ist. Und tippe mal hier die Werte ein, die wir jetzt brauchen. Also wir brauchen auf jeden Fall diese Höhe. Das sind 0,438. Ich mache ja alles in Grundeinheiten. Das ist in Meter. Dann brauchen wir Epsilon 0. Steht hier nicht in der Aufgabe drin, das kann man aber nachschlagen oder einfach wissen, das sind 8,854 mal 10 hoch minus 12 und dann sind die Einheit dessen Amperesekunden pro Voltmeter, Farad pro Meter. Und dann brauchen wir noch dieses R2, das sind 0,2 Meter und R1 sind 0,195 Meter. So, und das kann man jetzt alles in diese obige Formel einsetzen, dafür das C, und das nenne ich mal C leer, um das hier im Zweifel mit der anderen Kapazität noch auseinanderhalten zu können. Also das sollen sein 2 mal Pi mal dieses Epsilon 0 mal die Höhe oder die Länge. Und dann geteilt durch den natürlichen Logarithmus, der heißt in Octave Log von R2 durch R1. So, und dann sollten da größtenordnungsmäßig
Ja, so ein paar Nanofarad, irgendwie sowas in dem Dreh rauskommen, würde ich jetzt mal so vermuten. Und kommen auch. Ja, also 1, steht direkt in Nanofarad da, 1,06 Nanofarad ist jetzt hier die Kapazität, weil, naja, relativ groß, also trotzdem relativ großer Abstand zwischen diesen beiden Elektroden, die man so hat. Also mit so einem Luftkondensator kriegt man nicht so super viel hin. So, also schreibe ich mal hin, 1,06 Nanofarad. Das ist die Kapazität der leeren Anordnung und damit kann Aufgabenteil A hier schon mal abgehakt werden. Für den Aufgabenteil B nehme ich jetzt mal grün und jetzt soll die Energiemenge bestimmt werden, die hier da drin gespeichert ist und die Ladungsmenge nach Abklingen aller Ausgleichsvorgänge. Und jetzt muss man natürlich wissen, also hier zwischen Innen- und Außenzylinder wird eine Spannung von 2 Kilovolt angelegt. Also wir wissen, die Spannung sind 2 Kilovolt und wir wissen, C ist Q durch U, Ladung pro Spannung. Kapazität wissen wir, haben wir gerade ausgerechnet. Spannung wissen wir, können wir das in Richtung der Ladung umstellen. Q ist C mal U, können das einsetzen, 1,06 Nanofarad mal 2000 Volt. Und dann kommt da was raus und dann kann man auch die Energiemenge W ausrechnen aus 1/2 C mal U Quadrat. Auch das eine bekannte Formel. Sieht ein bisschen so aus wie die von der kinetischen Energie, 1/2 m mal v Quadrat oder die an der Induktivität 1/2 l mal i Quadrat. Und dann kann man das da auch einfach einsetzen. Und vielleicht schreibe ich das jetzt hier nochmal hin, um kurz auf die Einheiten zu schauen. Also auch hier haben wir 1,06 Nanofarad und dann 2000 Quadrat und Volt Quadrat. So, wenn man hier schaut, Farad sind jeweils Ampere Sekunden pro Volt. Und dann kürzen sich hier Volt gegen Volt, dann kriegt man Ampere mal Volt, das sind Watt und Wattsekunden sind Joule, also hier hinten kommt was raus in der Einheit Joule. Und hier haben wir genauso Ampere Sekunden pro Volt, kürzen sich die Volt weg, bleiben da Ampere Sekunden raus und das sind Coulomb, also hier sollte was in der Einheit Coulomb rauskommen. Die zugehörige Zahlenrechnung mache ich wie so üblich in Octave, mache das Fenster hier mal so ein bisschen kleiner und schreibe mal hin. Also Q sind C leer mal U, da braucht man natürlich vorher noch das U. U sind 2000 Volt oder 2E3 kann man auch schreiben, 2 Kilovolt. So, Q ist C leer mal U. Und dann sind das, hätte man jetzt auch im Kopf rechnen können, also Nano mal Kilo ergeben Mikro 2,123, 2,123 Mikrokulomb. Und die Energie kann man auch ausrechnen, W ist 1/2 mal C mal U Quadrat. Und dann muss das natürlich das richtige C sein. 2,123. Also ja, interessanterweise gleicher Zahlenwert, klar, weil sich hier die 2 beim Quadrieren und die 2 hier einmal wegkürzen. Also 2,123. Und dann sind das Millijoule, die herauskommen als Energie. Ja, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Obwohl 2 Kilovolt natürlich schon eine ganze Menge sind, aber die Kapazität ist ja auch nicht so groß. So, damit ist diese Aufgabe oder dieser Aufgabenteil B hier auch abgehakt. Und damit können wir jetzt mal zu dem wirklich herausfordernden und interessanten Aufgabenteil C kommen, für den ich hier grau als Farbe nehme. Man soll jetzt das Ölvolumen in Liter bestimmen. So, jetzt muss man sich das hier tatsächlich mal einmal alles mal wirklich durchlesen. Also wir haben diesen Metallzylinder, ja, und wir haben diesen Hohlraum hier, von dem wir jetzt die Kapazität bestimmt haben.
So, und der wird mit 1,5 Litern eines Flüssigkeitsgemisches befüllt. Die Maße hatten wir hier gerade schon mal. Und das Flüssigkeitsgemisch besteht aus destilliertem Wasser und Silikonöl. Die haben verschiedene Permittivitäten. Ich würde sagen, die sind auch einigermaßen realistisch. Und ja, Wasser und Öl mischt sich nicht. Zumindest wenn man da keinen Emulgator reintut und dann trennen die sich. Ne? Dann hat man so eine Schichtenbildung. Wahrscheinlich ist das Öl leichter und schwimmt oben und das Wasser ist schwerer und schwimmt sozusagen unten und darüber ist die Luft. So, also haben wir einen Kondensator, ja, wo hier unten irgendwie Öl drin ist. Ah, ich mache mal hier so eine kleine Skizze. Also wir kriegen jetzt sowas hin wie unten ist Öl. Dann haben wir sozusagen Wasser und das A sieht sehr seltsam aus. Wasser. Und hier oben haben wir dann verbleibend Luft. So, und diese drei, also kann man sich jetzt so vorstellen, ne, dann, also bis hier irgendwo perspektivisch gezeichnet ist Öl, Wasser, Luft. Und jede dieser Schichten hat natürlich eine spezifische Kapazität, die sich aus dieser Formel hier oben ergibt, aber jeweils mit einem anderen Epsilon R. Und die Gesamtkapazität, die gesamte gefüllte Kapazität ergibt sich eben aus der Kapazität von dem Öl. Öl plus die Kapazität von der Wasserschicht plus die Kapazität von der Luftschicht, vielleicht mit einem kleinen L, weil das muss man, das ist jetzt vielleicht das, was man hier an der Stelle erkennen muss, weil die alle parallel geschaltet sind. Ja? Also Strom fließt ja, sieht man hier von innen an dieser Skizze von der Innenschicht zur Außenschicht oder sozusagen andersrum. Und das heißt, der Strom kann sowohl durch die Schicht als auch durch die fließen. Die sind alle parallel zueinander geschaltet und in einer Parallelschaltung werden die Einzelkapazitäten zu einer Gesamtkapazität addiert. Ja, in einer anderen Aufgabe, die ich mal zum Zylinderkondensator gerechnet habe, da war das Dielektrikum so geschichtet. Da waren dann, also gab es eine Außenschicht und eine Innenschicht, so wie man jetzt hier diese Schichten sieht. Und dann sind die natürlich aus Sicht des Stromes, der da durchfließt, in Reihe geschaltet. Dann gibt es eine andere Formel für die Kapazität für die Ersatzkapazität, diese Anordnung hier für die gefüllte. So, und jetzt weiß man auch noch, diese gefüllte Kapazität, die ergibt sich hier aus diesem Oszilloskop-Ladezeitkonstantenversuch, ja, bei 10 Megaohm Widerstand und diesen 2 Kilovolt gab es eine Zeitkonstante. Und diese Zeitkonstante lässt sich eben, also Tau ergibt sich aus R mal C, und zwar hier das gefüllte C. So, und das kann man jetzt schon mal nach dem gefüllten C umstellen. C gefüllt ist einfach Tau durch R. Ja, und dann kann man diese Werte da einsetzen, 53 Millisekunden geteilt durch 10 Megaohm. So, Ohm sind Volt, oder kann ich erstmal hinschreiben, Ohm sind Volt pro Ampere. Und dann kommen da Ampersekunden pro Volt raus. Das sind eben wiederum Farad. Das ist genau das, was man für eine Kapazität haben möchte. Und naja, jetzt kann man sich überlegen, 1 durch Mega ergibt Mikro, nochmal ein Milli mit dazu ergibt sowas wie Nano und haben wir noch die restlichen Zahlenwerte und dann kann man das ausrechnen und das mache ich jetzt natürlich mal wieder in Octave. Also R sind 10 Megaohm, das sind 10 mal 10 hoch 6 und das Tau sind 53 Millisekunden, Milli sind 10 hoch minus 3 und dann ergibt sich das C gefüllt als Tau durch R. Und da kommen jetzt 5,3 Nanofarad raus. Also ein bisschen mehr als die, die wir da, also fünfmal mehr als die, die wir da oben hatten.
5,3 Nanofarad. So, also das wissen wir. Und jetzt müssen wir uns mal irgendwie Formeln für die Sachen hier drüben ausrechnen. Und was man noch machen kann, das schreibe ich mal hier an die Seite. Also wir können jetzt natürlich mal das sozusagen gesamte Volumen dieses Innenraumes ausrechnen. Und das ergibt sich aus dieser Ringfläche mal die Höhe. Ja? Und diese Ringfläche wäre eben die Fläche von einem Kreis. Das wäre Pi a Quadrat. Und wenn ich jetzt den Radius 2 nehme zum Quadrat minus den Radius 1 zum Quadrat, dann kommt da genau der Flächeninhalt des Ringes raus. Mal Pi ist der Flächeninhalt, also das ist der Flächeninhalt von dem Ring mal die Höhe ergibt das Volumen. So, und also das nenne ich mir vielleicht auch irgendwie V Gesamt. Das können wir auch mal ausrechnen. Also V Gesamt ergibt sich aus Pi mal R2 Quadrat minus R1 zum Quadrat und das noch multipliziert mit der Höhe. So, und das kommt jetzt, ich habe das alles in Metern, das kommt in Kubikmetern raus. Ein Kubikmeter sind 1000 Kubikdezimeter sind 1000 Liter. Also wenn ich das V-Gesamt nehme und mal 1E3 rechne, dann kommen da Liter raus. Also es sind 2,997 Liter. 2,997 Liter. Man könnte vielleicht sagen, okay, das sind roundabout 3 Liter. Ja. Ich glaube, das wäre ja eine zulässige Näherung zu sagen, das sind 3 Liter. So, und von diesen 3 Litern werden jetzt 1,5 Liter mit Flüssigkeit gemischt. Ja, also können wir sagen, okay, V-Flüssigkeit ist genau das gleiche wie V von der Luft. Und das ist jeweils eben die Hälfte, nämlich 1,5 Liter. So. Und daraus kann man jetzt scharf schlussfolgern, dass die Höhe der Luft ebenso viel ist wie h halbe. Ja? Und dass eben tja, die Höhe von dem Wasser plus die Höhe von dem Öl, dass die zusammen auch h halbe sein müssen. So, und das müssen wir jetzt irgendwie noch hier in den Formeln für die Kapazität unterbringen. Also können wir jetzt mal aufschreiben, die gefüllte Kapazität, ich schreibe mal hier so ein bisschen weiter, ja, die ergibt sich jetzt eben. Also wir haben immer diesen, also wir müssen jetzt dreimal irgendwie diese Formel hier addieren, immer mit einem anderen Epsilon R und immer mit einer anderen Höhe. So, und die Vorfaktoren 2 und Pi und Epsilon 0. Und dieser Logarithmus hier mit dem Verhältnis der Radien, das ist natürlich der gleiche. So, also kann ich eben mal abschreiben 2 Pi Epsilon 0, das ist immer gleich. Und genauso durch den Logarithmus von R2 durch R1, das ist auch gleich. So, und das wird jetzt multipliziert und jetzt geht eine Klammer auf. Also bei dem Öl haben wir jetzt als Länge, als Höhe, haben wir die Höhe von dem Öl. Da muss ich gleich noch irgendwie was mitmachen. Und das, ich brauche eigentlich, glaube ich, gar keinen Bruch, ne, weil da der Bruch kommt ja nicht mehr. Also Höhe von dem Öl und das multipliziert mit dem Epsilon R. Von dem Öl mit den 2,4. So, dann hätten wir die Höhe von dem Wasser und das multipliziert mit dem Epsilon R von dem Wasser. Das ist das hier, die 81. Und dann hätten wir die Höhe von der Luft. Kriege ich das hier noch hin? Ja, also das nenne ich mal einfach einen kleinen Kurz HL, dass ich hier nicht so viel schreibe, aber das ist die Höhe von der Luft und die ist. Nur um das klar zu machen, multipliziert mit 1, weil Luft hat
eine relative Permittivität von 1. So, das sieht doch ganz gut aus. Und jetzt, anstatt der Höhe des Öls, schreibe ich jetzt mal hin, das wäre zum Beispiel die Höhe von, also das wäre, oh, kann ich vielleicht auch so schreiben, H minus H Luft, ich ergänze das mal drunter. Da ist mehr Platz. Also H anstatt H Höhe von dem Öl kann ich auch schreiben, um jetzt eine Unbekannte nur noch in dieser Gleichung zu haben. Das wäre sowas wie die Gesamthöhe minus die Höhe von der Luft minus die Höhe von dem Wasser. Ja? Und Höhe von dem Wasser habe ich hier, Höhe von der Luft habe ich hier. Und dann kriege ich daraus eine Gleichung, in der ich nur noch eine Unbekannte habe, nämlich die Höhe von dem Wasser. Und wenn ich die Höhe von dem Wasser habe, dann kann ich auch die Höhe von dem Öl ausrechnen, weil steht ja hier, was ich da habe. So, also würde sagen, das ist der Ansatz. Wie ich immer so schön sage, die Elektrotechnik ist jetzt vorbei, jetzt kommt die Mathematik, jetzt müssen wir das ausrechnen, müssen das einfach umstellen. Und dafür ist es vielleicht schlau, wenn wir erstmal diesen ganzen Kladderadatsche, wie man so schön sagt, auf diese Seite rüberholen. Also schreibe ich mal hier ist gleich hin. Auf der Seite steht ja das C gefüllt und das multipliziere ich hoch. Dann steht hier oben dieser Logarithmus von R2 durch R1 und unterm Bruchstrich steht das 2Pi und Epsilon 0. So, und auf der anderen Seite ja, multipliziere ich das jetzt mal einfach irgendwie so ein bisschen aus und tja, versuche das mal schon mal nach, oder vielleicht streiche ich mal das ja auch noch durch, diesen ganzen Term und schreibe das nochmal hier drüber. Also hier hätte ich jetzt H mal Epsilon R von dem Öl. Dann hätte ich minus die Höhe, mein Computer leckt irgendwie ein bisschen, mal Epsilon R von dem Öl und dann nochmal minus die Höhe von dem Wasser mal das Epsilon R von dem Öl. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Also vielleicht hilft es mal, wenn ich jetzt noch, auch für mich, mal eine sehr leichte Farbe nehme, wie zum Beispiel das Gelb und damit mal anstreiche, was ich so kenne und was ich eigentlich suche. Also diesen Teil Höhe und Epsilon R Öl, den kenne ich. Höhe Luft, Epsilon R Öl kenne ich auch. Höhe Wasser, das kenne ich nicht, das will ich wissen. Höhe Wasser, hier kenne ich auch nicht, will ich wissen, aber das hinten, das kenne ich wieder. Also das sind in dem Fall jetzt bekannte Größen. Und wenn ich mal noch eine andere Farbe nehme, zum Beispiel Orange, das hier kenne ich nicht, oder zumindest diesen Term, da steckt eine unbekannte Größe drin. Das sind die, oh, das Zeichentablet hat wirklich viel Leck. Unbekannt, das sind die Unbekannten. Ja? So, also sortiere ich das jetzt einfach ein bisschen nach Bekannten und Unbekannten. Und nehme mal wieder den dünnen Stift und versuche das mal so ein bisschen zu schreiben. Also, zu meinen bekannten Größen zählt jetzt H mal Epsilon R von dem Öl. Das hier. Ja? Einfach, ich sortiere das einfach nach Gelb und Orange. Dann minus, könnte ich das vielleicht gleich irgendwie zusammenfassen, also H minus H Luft. Mal Epsilon R von dem Öl. Das sind diese beiden ersten gelben Terme. Und dazu kommt noch plus Höhe Luft mal 1, die mal 1 spare ich mir jetzt. So, das sind alle gelben Terme, wenn ich mich jetzt hoffentlich nicht vertan habe. Und jetzt kommen die unbekannten Terme. Und zu den unbekannten Termen gehört jetzt H Wasser, das, was ich eigentlich mal wissen möchte. Höhe von dem Wasser und das ist multipliziert mit Epsilon RW minus Epsilon R Öl. Ja,
Also εr von dem Wasser minus εr von dem Öl. Das ist einfach stumpfe Mathematik, das umzustellen. So, ich will immer noch das hier wissen, das ist meine unbekannte Größe. Jetzt nehme ich alles, was hier, ich kann ja nochmal die Farben nehmen, ja. Also, das war hier der gelbe Term. Und diesen gelben Term, den bringe ich jetzt auch noch auf die andere Seite, indem ich den einfach subtrahiere. Und dann ist das Orange nochmal umkreist. Das ist meine Größe, die ich eigentlich wissen will, die Höhe von dem Wasser. Nach der will ich jetzt umstellen. Ja. Und dazu muss ich dann noch durch diesen anderen Term teilen. Also, das kriege ich aber, glaube ich, noch ganz gut hingeschrieben. Also ergibt sich die Höhe von dem Wasser, das, was ich schlussendlich wissen will. Ziemlich lange Formel mit einem Bruchstrich. Ja. Also hier vorne steht genau dieser Term c von der gefüllten Anordnung mal diesen Logarithmus von R2 durch R1 geteilt durch 2 mal Pi und Epsilon 0. Vielleicht hätte ich den Rechner mal vorher neu starten sollen. Keine Ahnung. Sowas soll ja angeblich ab und zu mal helfen. So, minus h minus h, Höhe von der Luft, also Gesamthöhe minus Höhe von der Luft, multipliziert mit Epsilon R von dem Öl plus die Höhe von der Luft. So, da können wir gleich mal einheitenmäßig kurz uns überlegen, ob das so passt. Das muss jetzt noch geteilt werden durch diesen Teil hinten, durch das Epsilon R von Wasser minus Epsilon R von dem Öl. So, also kurzer Blick, ob das mit den Einheiten passt. Hier soll eine Höhe rauskommen. Die Höhe hat die Einheit Meter. Ja. So, hier hinten steht schon mal was in Meter oder in der Länge, in der Einheit einer Länge. Das passt. Das hier ist einheitenlos. Länge minus Länge ergibt auch eine Länge. Passt. Länge plus Länge ergibt eine Länge. Ist super. Hier unten steht auch was einheitenloses. Super. So, und hier vorne haben wir Ampere Sekunden pro Volt Farad. Und die werden hier durch die Ampere Sekunden pro Voltmeter geteilt durch Farad pro Meter. Da kommt ein Meter über dem Bruchstrich. Das heißt, das passt auch. Also Einheiten hier an der Stelle passen schon mal. So, und jetzt muss das eigentlich einfach nur ausgerechnet werden. Dann sollte die Höhe von dem Wasser rauskommen. Wenn wir die Höhe von dem Wasser haben, können wir auch die Höhe von dem Öl ausrechnen. Und that's it. Und dann kann man vielleicht noch eine kleine Probe machen und kann schlussendlich natürlich auch noch das Ölvolumen in Liter ausrechnen über solche ähnliche Formel wie hier. Ja. So, also zurück in Octave. Und ich schiebe das mal hier hoch und versuche jetzt diese sehr lange Formel abzutippen. Also die Höhe von dem Wasser, ich schreibe das mal hier so ein bisschen länglicher hin, die ergibt sich jetzt eben aus dem c von der gefüllten Anordnung mal den Logarithmus wieder von R2 durch R1, den wir schon mal hatten. Und das jetzt geteilt durch 2 durch Pi und durch Epsilon 0. So, das ist der erste Summand. Dann kommt, muss jetzt von dem abgezogen werden, minus. So, und dann stelle ich fest, ich glaube, ich habe hier noch irgendwo ein Vorzeichen verschlammt. Also wenn ich das jetzt auf die andere Seite rüberhole, dann muss an der Stelle hier hinten natürlich auch ein Minus stehen. Ja? Also. So, also minus H minus H Luft. H Luft kennen wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Müssen wir gleich mal ausrechnen. Aber ich tippe jetzt erstmal weiter die Formel ab, mal Epsilon R von dem Öl. So, und das nochmal minus die Höhe von der Luft. Ich schreibe das mal hier aus, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser erkennen. So, das sollte jetzt der ganze Nenner sei, Zähler sein dieses Bruches. Ja? Also C5, nochmal kurz prüfen, könnte so stimmen, sollte so stimmen. So, und das soll jetzt geteilt werden durch Epsilon R von dem Wasser. Das ist, glaube ich, auch eine Größe, die es noch nicht gibt, minus das Epsilon R von dem Öl. So.
Wenn ich jetzt Enter drücke, kommt zahlreiche Fehlermeldungen, weil zum Beispiel H-Luft gibt es nicht. Ja? So, und jetzt können wir mal sagen, okay, also H-Luft, das sollte sein, laut der vorherigen Rechnung, steht hier drüben und hier unten, das sollte H-Halbe sein. Okay, 24 cm. So, dann das Epsilon R Wasser, das gibt es glaube ich auch noch nicht, das sollten 81 sein. Und das YR von dem Öl, das sollten 2,4 sein. Ja, wenn ich hier nochmal in die Aufgabe reinschaue, dass diese Werte stehen beide hier oben. So, damit sollten wir eigentlich alle Sachen haben für diese Formel. Und siehe da, da kommt auch was raus, nämlich ungefähr 2 cm für das Wasser als Höhe. So, und damit können wir jetzt eine Formel zurück in das Octave reingehen. Nämlich mit dieser hier, die jetzt hier gerade hier drunter steht. Also die Höhe von dem Öl kriege ich raus als Gesamthöhe minus Höhe von der Luft minus Höhe von dem Wasser. Also Höhe Öl ist Gesamthöhe minus Höhe Luft minus Höhe von dem Wasser. So, und das sind dementsprechend 22, irgendwas Zentimeter. Also ich schreibe mal hin, das hier sind 2 Zentimeter, ungefähr 2,02 Zentimeter. Und Höhe von dem Öl sind 22,12 oder sowas, 1,3 Zentimeter. So, bevor ich jetzt das Volumen von dem Öl ausrechne, würde ich mal eine kleine Probe machen und versuchen, hier diese Kapazitäten auszurechnen nach genau dieser Formel, die jetzt hier oben steht. Also wir können die Kapazität von der Ölschicht ausrechnen, ja, indem ich, kopiere mir einfach die Formel von oben, also die Kapazität von dem Öl kriege ich raus. 2 mal Pi mal Epsilon 0 mal, jetzt brauche ich natürlich das Epsilon R von dem Öl und die Höhe der Ölschicht. Dann kommt ein Wert raus, 1,17 Nanofarad. Dann kann ich das gleiche machen mit der Wasserschicht. In der Wasserschicht brauche ich das Epsilon R von dem Wasser und ich brauche natürlich auch die Höhe von der Wasserschicht. Dann kommen da, das hat natürlich den größten Anteil, ja, weil das Wasser ja die höchste relative Permittivität hat, kommen da 3,6 Nanofarad raus. Und jetzt kann ich das nochmal machen für C-Luft. Ja, und das ist jetzt ein anderes C von der Luft als das, was wir hier oben ausgerechnet haben. Das sollte jetzt nur die Hälfte von dem sein, weil Luft ja nur die Hälfte der Höhe ausmacht. Also das hat kein Epsilon R, das ist einfach 1 und ich muss die Höhe der Luft einsetzen. So, und dann sind das eben nur 0,5 Nanofarad. Ja, die Hälfte von dem da oben, das passt. So, wenn ich jetzt C gefüllt Probe ausrechne, aus Summe von dem C-Öl plus dem C-Wasser plus dem C-Luft, dann kommen da, wie nicht anders zu erwarten, glücklicherweise, 5,3 Nanofarad raus. Genau das, mit dem wir hier mal angefangen haben, hier drüben, was hier eigentlich auch rauskommen sollte. So, und damit kann man jetzt schlussendlich, wenn man möchte, auch noch das Volumen von dem Öl ausrechnen. Also da muss ich jetzt eben genau die Formel von vorhin nehmen, aber nicht die Gesamthöhe, sondern die Höhe von dem Öl und dann das vielleicht wieder mal 1000 rechnen, um das von Kubikmeter in Kubikdezimeter oder in Liter umzurechnen, dann sind das 1,37 Liter Öl. Also V-Öl, das ist ja hier das, was man schlussendlich eigentlich mal ausrechnen soll, wäre eben wieder Pi mal R2 Quadrat minus R1 Quadrat. Pi mal R Quadrat als Kreisfläche, das als Fläche dieses Ringes mal die Höhe von dem Öl, die wir gerade ausgerechnet haben, sind 1,37 Liter.
So, und das sollte jetzt damit eine hoffentlich richtige, also ich meine, die Probe für diese Kapazität hier, die hat auf jeden Fall gestimmt, Lösung sein dieser Aufgabe, die zugegebenermaßen schon einigermaßen knifflig ist. Wer jetzt mitgezählt hat, ich glaube, ich habe mich nur einmal wirklich offensichtlich zwischendurch verrechnet. An dieser Stelle hier einen kleinen Vorzeichenfehler eingebaut. Ja, ansonsten glaube ich, ganz nette und übersichtliche Lösung dieser Aufgabe. Gibt vielleicht noch ein paar andere Wege und Ansätze, das zu machen. Ich mache immer ein Häkchen hinter und sage damit ciao, ciao.